viele gute Ideen, ist auch diese Idee im Rahmen eines abendlichen Glas Weins in unserem VDE-Führungsteam entstanden. Wir haben heiß darüber diskutiert, was stört uns eigentlich an heutigen Veranstaltungskonzepten. Es gibt die, die sehr breit aufgestellt sind, aber wenig fachliche Tiefe bieten. Und auf der anderen Seite Konzepte, die thematisch eingeschränkt sind, aber sehr, sehr intensiv in die fachliche Tiefe gehen. Und wir haben uns gefragt, gibt es ein Veranstaltungskonzept, was beide Welten miteinander verbinden kann und damit eine sehr, sehr große Zielgruppe anspricht? Und da haben wir eins gefunden, den VDE Tech Summit 2018. Das Konzept, was hinter dem Tech Summit 2018 steht, ist kein solitär, also keine singuläre Veranstaltung, sondern eine Veranstaltungs- und Workshop-Reihe. Mit dem Schwerpunkt Tech to Business und Tech to Industry beginnen wir im Rahmen der Hannover Messe. Gefolgt mit einem wissenschaftlichen Schwerpunkt Tech to Science und Innovation Tank und Next Generation im Rahmen der CeBIT. Die zentrale Präsentations- und Abschlussveranstaltung findet dann im November in der Station in Berlin statt. Das Einzigartige am Tech Summit-Konzept ist die Mehrdimensionalität. Fast eine kubische Betrachtungsweise. Denn auf der einen Seite decken wir die komplette Wertschöpfungskette von der Innovation über die Technologie, Standardisierung, Prüfung und Zertifizierung bis hin in die Anwendung hinein ab. Und auf der anderen Seite schlagen wir die Brücke durch die Branchen. Von der Energy über die Industry, Mobility, Health and Living. Querschnittsthemen dabei sind zum Beispiel semantische Interoperabilität, künstliche Intelligenz, Data Analytics und in aller Munde IT Security. Man denke gerade an die aktuelle Sicherheitslücke bei Prozessoren auf der Hardware- und Softwareseite, die sicherlich nicht nur eine Branche, sondern alle Anwendungsbranchen betrifft. Nur in der Querschnittlichkeit der Anwendungsfelder werden wir Potenziale entdecken, die wir in der singulären Betrachtung nie finden würden. Das erarbeiten wir auf dem Tech Summit 2018.